Ich weiß nicht, wie ich die pflücken soll, Frau. Willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch wieder mit. Und zwar starten wir heute direkt mit meinem Frühstück. Tofu miaut im Hintergrund. Du hast auch Hunger? Wo bist du denn? Sie ist einfach so klein, dass man die immer sucht, so wo sie ist. Was ist denn los? Miaut you? Miaut you? Okay. Ui, ui. Sie will hier überall hoch. Sie ist so neugierig. Aber nein, du musst gleich lernen von Anfang an, wie die anderen, wie Tante Luna und Onkel Blacky, dass man hier auf die Küche und so nicht rauf darf, ne? Ist so neugierig, sie muss alles erkunden. Guck mal hier, eine Erdbeere. Eine Erdbeere. Riecht gut. Wenn man Blacky und Luna so eine Frucht zum Riechen gibt, die zucken immer direkt zurück, ne? Guck mal, hier eine Erdbeere. Huch, okay, tschüss. Ja, wie ihr gesehen habt, die erste Ladung eigener Erdbeeren. Ach, das macht so glücklich. Ich freue mich so darauf, mit euch ganz, ganz viele Sachen dieses Jahr zu machen. Ich hoffe, so in den nächsten Wochen wächst und gedeiht alles weiter im Garten. Und dann machen wir ganz viele Sachen gemeinsam. Einlegen und was wir alles so kochen und so. Da freue ich mich total drauf. Deswegen macht mich das gerade so happy. Ich dachte, ich hatte jetzt Lust. Ich habe jetzt die letzten Tage gar nicht so viel gemacht. Ich habe ein bisschen Selfcare gemacht und so nicht so viel in der Küche gemacht. Aber heute habe ich richtig Lust, ein paar Sachen zu machen. Als erstes starte ich, das wollte ich schon viel, viel länger machen. Und zwar ist das so ein veganer Thunfischsalat, nennt man das ganz oft. Ich würde es jetzt einfach einen Kichererbsenaufstrich nennen. Aber ist so ein bisschen halt auch gröber wie ein Salat. Ich zeige es euch, wir machen das gemeinsam. Ich habe gestern nämlich frisches Brot gebacken. Darauf habe ich jetzt Appetit. Das wird mein Frühstück und dann machen wir noch ein paar andere schöne Sachen zusammen. Mal gucken, was ich alles so schaffe. Ich habe mir ein paar Dinge vorgenommen. Ich denke, ja, ist vielleicht eine kleine Inspiration für euch. So jetzt auch so ein bisschen bei den wärmeren Tagen. Es ist heute extrem warm. Es ist heute 30 Grad. Also wirklich so das Wetter von heute auf morgen super warm. Wir legen am besten gleich mal los. Für den Kichererbsensalat oder Brotaufstrich oder nennt ihr es, wie ihr es möchtet. Einmal Kichererbsen, das ist aus dem Glas, also schon gegarte Kichererbsen. Dann kommt etwas Sellerie rein, frischer Dill. Etwas Zitronensaft, eine rote Zwiebel. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen rote Paprika reinmache. Ich schaue mal, ich mache es mal erstmal ohne. Etwas Senf, etwas Mayo, etwas Essig und Salz und Pfeffer. Und das war es eigentlich alles. Dein Essen ist doch in deinem Zimmer. Wie sie schimpft. Die ist dein Brot. Nein, komm her. Nein. Ich
nehmen wir den. Probier das mal. Du magst ja keinen Sellerie. Guck mal, wie das schmeckt. Schmeckt richtig lecker. Nimm mal einen kleinen Löffel. Das klingt leicht schlecht. Das schmeckt voll lecker. Das hat auch irgendwie ein bisschen was von Eiersalat, ne? Hm. Gut, ne? Schmeckt nach Ei. Dimme! Schmeckt nach Eiersalat, hä? Dimme! Doch. Hat auch was von Thunfischsalat? Doch, ja, hat was von Thunfischsalat. Lecker. Leute, sogar Medium, obwohl da Sellerie drin ist, ihr schmeckt das auch. Das soll doch mal was heißen. Hier haben wir das leckere Brot. Ich habe gerade so einen Hunger. Oh, ich freue mich da so rein zu beißen. Wir machen zusammen den Taste-Test. Mmh, das schmeckt richtig nach Thunfischsalat. Aber sogar in besser. Ihr habt es schon gefühlt. Das schmeckt Bombe. Ich schreibe euch die genauen Zutaten und Mengenangaben nochmal in die Infobox. Macht das nach. So lecker. Könnt ihr euch auf Vorrat machen. Ich denke, das ist bestimmt mehrere Tage haltbar im Kühlschrank. Bestimmt 3-4 Tage auf jeden Fall. Sehr, sehr lecker. Mega lecker. Ich empfehle es euch, das zu probieren. Ich habe jetzt normale Mayo verwendet. Ihr könnt die ohne einnehmen. Dann ist das Ganze komplett vegan. Ich hätte auch sogar ein bisschen weniger Mayo machen können. Also wenn ihr es noch ein bisschen leichter haben wollt, könnte man vielleicht auch ein bisschen... Ich meine, auf die Menge war es eigentlich auch gar nicht viel. Es war jetzt so ein großer Esslöffel Mayo. Finde ich in Ordnung. Schmeckt super lecker mit den Kichererbsen. Schöne Proteinquelle. Mein Einkauf ist gerade angekommen. Dachte, vielleicht interessiert es euch, was ich so eingekauft habe. Ich habe jetzt immer öfters, bestelle ich auch gerne mal online. Das ist echt praktisch heutzutage. Man hat ja ganz oft immer ab einem bestimmten Einkaufswert auch gratis den Versand und so. Und gerade wenn ich sowas wie meine Mehle und mein Weizen und so weiter einkaufe, gerade so die Sachen voll praktisch, ne? Das nicht schleppen zu müssen. Echt mega. Mega. Ist jetzt auch keine Werbung, sieht man das? Ja, bei dieser Oda. Das ist, glaube ich, ganz neu. Ja, da bestelle ich jetzt immer öfters nicht. Oh Gott, ist das schwer. Aber ich lege das mal hier runter. Wir haben etwas Mini-Roma-Salat. Dann habe ich Mascarpone bestellt. Ich glaube, hier ist genau hier zweimal Mascarpone, falls wir jetzt irgendwas mit den Erdbeeren machen, irgendwas Leckeres, ne? Eine kleine Hefe. Ich finde die voll süß. Das ist so eine Romas Urhefe. Reicht ja bei mir lange, weil ich ja für die Brote immer wirklich nur so ein, nicht mal eine Erbsengröße immer nehme. Was haben wir hier? Schmand, Schlagsahne, Buttermilch. Da mache ich auch immer sehr gerne ein Buttermilchbrot. Noch eine Schlagsahne, dann ein paar Heidelbeeren. Achso, zweimal Römersalat und nochmal ein paar Trauben. Dann habe ich hier eine runde Kichererbsen. Ja, das ist mal praktisch, wenn es schnell gehen muss. So in Salat und so weiter packe ich die gerne rein. Ich mache es gleich wieder in den Karton, weil ich das in den Keller runterbringe. Noch mehr Kichererbsen. Dann Dinkelmehl, 630. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr Ahnung. Ich habe ja meine Mühle, ne? Und damit mache ich ja mein Vollkornmehl.
Aber wenn man jetzt so ein Mehl haben will, wie hier jetzt 630 oder ein Weizenmehl 550, ich glaube, dann sieht man das. Kann das sein? Ich muss mich noch mal da schlau machen, weil diese Mehle kaufe ich halt immer noch. Nur halt Vollkornmehl mache ich selber, aber zum Backen, wenn man helles Mehl braucht. Ja, aber ich muss mich da noch ein bisschen erkundigen darüber. Noch mit den Kamelen. Also das ist wirklich super praktisch. Ne? Wenn ich das jetzt alles eingekauft hätte und zum Auto schleppen, vom Auto hier schleppen, so hat der nette Lieferant mir das direkt vor die Tür gebracht. So, dann Bio Basmati Reis haben wir. Ich glaube, das habe ich zweimal. Genau, also Vollkorn. Vollkorn Basmati Reis. Das ist meistens so ich, die das isst. Die anderen sind da immer nicht so Fan davon. Aber wenn ich es mache, essen die es auch. Dann ein bisschen Hafercuisine, also Hafersahne. Dann haben wir hier ein Dijon-Senf. Dann Avocado, noch eine Avocado. Noch eine Hafersahne. Dann Bulgur. Da habe ich jetzt so einen kleinen, eigentlich kaufe ich den immer beim Türkischen. Aber hier ist noch eine Kichererbse. Dann normales Jodsalz. Kann auch runter. Hier Weizen. Ich kaufe immer das gerne von Bio Company. Also ich kaufe das halt alles in Bio-Qualität und ich finde da preislich super. Also auch bei DM oder so kaufe ich auch gern mal Weizen und Roggen. Aber ja, da ist es halt auch super günstig. Das, also ganz viel von dem Weizen. Das nochmal. Dann ein paar Bio-Limettchen, eine kleine Knoblauchsoße und eine, ach so, eine Sweet-Chili-Soße ist das. Ah, ich dachte, das ist was anderes. Aber wir haben die einmal mit dem Thermomix gemacht, die war super lecker, ne? War jetzt eigentlich unnötig, das zu kaufen. Aber ich dachte, weil wir jetzt öfters mal was grillen oder irgendwas so, links, dann ist es eigentlich ganz gut, so eine Soße. Dann frische Chilis, dann ein paar Müsli-Riegel, packe ich den Kindern gerne mal in die Brotdose mit rein, als kleiner Snack. Orangen, auch Bio-Orangen, weil ich habe beim Thermomix gesehen, da gab es so ein paar Smoothie-Rezepte und da war Orange mit dabei und die wollte ich mal ausprobieren, einfach so aus Neugier, mal was anderes. Dann eben Roggen, nochmal Bio-Zitronen, also nochmal Roggen, dann habe ich hier Naturreis, Langkorn-Vollkornreis, den finde ich auch sehr, sehr lecker, mache ich auch jetzt gerne. Also ich esse halt, ich finde so, wenn man so einen Vollkornreis macht, ne, man kennt es ja, ich mache es ja eigentlich ganz oft immer diesen typisch türkischen Reis. Aber ich finde, so ein Vollkornreis, da isst man echt so die Hälfte davon. Der macht super, super satt. So, noch ein paar Zwiebeln. Und da ist noch mehr Mehl. Da habe ich insgesamt 1, 2, 3, 5, 6, 7 Mehle. Und dann diese ganzen Roggendinger. Das kommt nach unten. Ja, das war's. Und dann hatte ich noch ein paar Sachen vergessen, die kommen morgen. Also das war auch nochmal praktisch. Da hatte ich auch noch ein paar andere Sachen bestellt, genau, mir haben nämlich noch ein paar Sachen gefehlt, weil ich wollte Granola selber machen. Das wollte ich nämlich auch mir machen, weil ich esse oft das mal gerne, wenn ich mir so ein Porridge mache oder so ein Chia-Pudding oder einfach so Joghurt mit ein bisschen Früchten und dann so ein bisschen Granola. Und ich finde, das kann man auch ganz einfach selber machen und ist viel günstiger, als wenn man sich das jetzt so fertig kauft. Und da kann man das auch so ein bisschen machen, dass es eben nicht so viel Zucker hat, beziehungsweise man kann eben entweder Ahornsirup oder Reissirup oder sowas verwenden. Muss ich mal schauen, was ich da mache. Ja, das war so ein kleiner Einkauf. Wie gesagt, morgen kommt der Rest. Gestern war ich beim türkischen Laden einkaufen. Deswegen war eigentlich so hauptsächlich mein Linkseinkaufen wieder. Mein Getreidevorrat habe ich aufgefüllt. Ich mache jetzt den nächsten Brotaufstrich. Und zwar, wenn ihr den Vlog von letzter Woche gesehen habt, da waren wir in Polen einkaufen und meine Mama hat mir diesen Käse hier empfohlen. Und zwar meinte sie, der schmeckt super lecker. Sie macht den immer schön mit Schnittlauch und etwas Joghurt noch mit rein. Ich glaube, das ist schon so eine Art Feta-Käse. Also ich kaufe normalerweise mal Feta-Käse eher beim türkischen Laden. Das ist jetzt halt aus normaler Kuhmilch und Salz. Also ich denke mal, das ist so eine Art milder Feta-Käse. Mal gucken, ich bin gespannt. Falls ihr das nachmachen wollt, nehmt dann einfach mal Feta-Käse. Ich werde es auf jeden Fall dann nochmal nachmachen mit Feta-Käse. Aber ich mache es jetzt mal so, wie meine Mama mir das gesagt hat. Und ich mache noch Radieschen mit rein. Könnt ihr auch weglassen. Meine Mama meinte, sie macht es auch oft entweder nur damit. Aber weil ich jetzt auch noch Radieschen da habe,
mache ich die auch noch mit rein und dann werden wir mal sehen, wie das schmeckt. Und es ist dann immer praktisch, einfach in eine Vorratsdose reinmachen und dann habt ihr für die nächsten 2-3 Tage einen leckeren Brotaufstrich. Ja, das schmeckt schon wie so ein Feta-Käse. Ist auch sehr salzig. Der ist halt so ein bisschen cremiger. Im türkischen Supermarkt gibt es ja auch immer unterschiedliche Feta-Käse. Und da gibt es auch welche, die sind so cremig und welche, die sind so fester. Ja, also Gewürze braucht es auf jeden Fall keine. Dann machen wir mal auf ein Stück Brot den Test. Lecker. Ich mache jetzt das Abendessen und heute mache ich wieder was ganz Simples. Das mache ich relativ oft, wenn ich zum Beispiel auch so Gemüsereste verwerten will oder einfach mal keine Ahnung habe, was ich kochen soll, mache ich sehr gerne mal so ein Gemüsebulgur. Auf Deutsch nennt man das ja Weizengrütze. Genau, grobe. Und da nehme ich jetzt einfach alles mögliche an Gemüse. Ich nehme jetzt hier Champignons, Zucchini, Sellerie, Paprika, türkische grüne Spitzpaprika oder wie man die auf Deutsch nennt, weiß ich immer nicht. Zwiebeln, brate das ganze Gemüse einfach schön an und dann, achso, dann mache ich noch Tomaten mit rein. Ich gucke mal, entweder frische oder gestückelte. Ein paar Gewürze, Tomatenmark und meine Gemüsepaste und dann ein bisschen Wasser und dann köchelt das so vor sich hin. Dazu gibt es wahrscheinlich dann noch einen Gurkensalat oder Jajik, also dieses bisschen flüssigere Gurkensalat. Mal gucken, aber ja, das mache ich jetzt. Und ich habe hier von, wollte euch noch das Essen von gestern zeigen, so ein bisschen Reste essen, wie lecker das geworden ist. Wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt mit dem Einkauf in Polen, da habe ich ja diesen grünen Weißkohl, Grünkohl, nee, da war es ja Grünkohl, nee, den jungen Weißkohl ist es nämlich. Der hat grüne Blätter, den finde ich in Deutschland super selten. Ich hoffe, ich finde ihn nochmal, weil dann will ich euch das abfüllen. Das ist nämlich so lecker geworden. Da habe ich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Fleisch mit angebraten, mit Zwiebeln und dann noch ein bisschen Karotte mit rein, Tomatenmark und dann dieser junge Kohl und so, so lecker geworden. Ich liebe das, ja, so Kapusta. Ist das einfach. Ja, super, super lecker. Wie gesagt, ich schaue noch, dass ich die vielleicht irgendwo finde. Dann mache ich das nochmal nach. Es war dann schade, dass ich das nicht mitgefilmt habe. Also, falls ihr jungen Weißkohl, der noch grüne Blätter hat, findet, dann müsst ihr das unbedingt nachmachen. Super, super lecker. So, ich habe das ganze Gemüse jetzt hier schön angebraten. Jetzt kommt noch ein bisschen Tomaten, Paprikamark mit rein. Das brate ich auch noch ein bisschen mit an. Dann die Gemüsepaste mit einem Löffel. Ich habe hier jetzt ein paar frische Tomaten und ein paar aus der Dose. Dann der gewaschene Bulgur. Jetzt gekochtes Wasser
nicht zu viel. Jetzt würzen wir das Ganze. Einmal mit Salz, Pfeffer, Chili und Kreuzkümmel durchrühren. Jetzt Deckel rauf, Herd runterschalten und so kann das Ganze jetzt in Ruhe garen. So, für das Jajik habe ich jetzt hier Joghurt. Ich habe auch Schmand dazu gemacht. Eigentlich klassisch macht man nur Joghurt. Kann man aber auch machen. Ich variiere da immer. Ich nehme es da immer nicht so genau mit irgendwie Rezepten oder so, dass es so und so sein muss. Ich mache einfach das, was schmeckt. Frischen Dill habe ich jetzt reingegeben. Jetzt presse ich noch frischen Knoblauch rein. Und Salz kommt dazu. Mehr eigentlich auch nicht. Und dann kleingewürfelte Gurke. Also wirklich so ganz kleine Würfel. Und dann schaue ich mal, wie die Konsistenz ist. Gegebenenfalls gebe ich noch ein bisschen Wasser dazu, weil das ist so halt etwas mehr flüssiger. Als erstes mache ich eine Mandelbutter oder Mandelmus, besser gesagt. Geht auch super easy. Ihr nehmt einfach Mandeln. Ich glaube, das ist auch günstiger, wenn ihr das selber macht, als wenn man die kauft. Ich denke schon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel hier rauskommt. Ich habe jetzt hier 400 Gramm Mandeln mit Schale, wie ihr seht. Und die mache ich aber jetzt einmal kurz in den Ofen. Einfach nur, damit die so ein bisschen warm werden. Das lässt sich dann einfacher ja pürieren oder mixen oder wie auch immer. Während wir warten, mache ich mir schon mal meinen Iced Matcha und dachte, ich zeige den euch mal, wie ich mir den so mache. Ich finde den nämlich so lecker. Morgens trinke ich den immer warm, also dann mache ich mir eine Matcha Latte warm und danach, wenn ich komme jetzt bei den warmen Tagen, mag ich halt eben so einen Iced Matcha Latte. Dazu der Matcha. Falls ihr wissen möchtet, welchen ich verwende, ich setze euch immer so einen Link in die Infobox. Dort sind so alle möglichen Produkte, die ihr meistens so in den Videos seht. Das ist so mein Amazon-Shop. Und dort ist auch der Matcha. Ich mag sehr gerne so ein bisschen von diesem Vanillesirup reinmachen. Das ist, ersetzt auch noch mal so was Süßes. So einen kleinen Schluck. Ne, sonst machen wir da ja keinen Zucker rein. Aber ich finde, das passt ganz gut. So, ein bisschen umrühren. So, wenn wir jetzt fancy wären, dann würden wir die Milch noch aufschäumen. Machen wir aber nicht. Einfach die kalte Hafermilch. Ganz wichtig, ich finde mit Hafermilch schmeckt der Matcha am besten. Yum, yum. Oh, die sind sogar ein bisschen braun geworden, aber ich denke, das schmeckt lecker. Ja. Gerüstete Mandeln, ne? Jetzt müssen die nur gemixt werden.
So, ich mache jetzt die Mandeln im Thermomix. Ihr könnt aber auch alles Mögliche an einem Mixer verwenden, was ihr da habt. Muss halt nur gemixt werden. So. Und jetzt einfach so lange mixen. Erstmal werden die dann klein gehackt sein und danach immer weiter mixen, bis einfach Mandelmus draus entsteht. Ihr könnt hier jetzt zum Beispiel etwas Zimt dazugeben, Vanille oder auch ein bisschen Ahornsirup oder Reissirup. Das Ganze auch schon mal so süßen, wenn ihr das komplett so als Brotaufstrich haben wollt. Ihr könnt auch sogar noch Kakao dazugeben, also da könnt ihr echt voll viel mitmachen, aber ich lasse das Ganze jetzt pur. Ihr seht, im ersten Moment sind die Mandeln einfach klein gemixt und jetzt einfach weiter mixen. Das geht schnell, ja. So, einmal runter scrubben alles. What the heck? Und nochmal kurz weitermachen. Ja, das geht halt nochmal schneller, wenn die halt warm sind. Dann lösen sich die Öle schneller, als wenn das jetzt kalte Mandeln wären. Dann dauert es so ein bisschen länger, das Prozedere. Aus den Mandelresten oder Mandelzester oder wie man es nennt, wo wir eben die Hafermilch vor allem, ne, aus Mandeln, die Mandelmilch gemacht haben, machen wir jetzt Energiekugeln. Das geht natürlich nicht in den Müll. Das Ganze ja, ist super easy. Ich nehme dafür jetzt dunkle Schokolade, also Zartbitterschokolade. Dann Kokosmehl. Ich habe jetzt kein Kokosmehl, ich habe aber Kokosraspeln. Die schredder ich mir einfach im Thermomix, dann habe ich Kokosmehl. Ist ja das Gleiche, ne? Glaube ich. So, dann ein bisschen von dem Mandelmus. Ihr könnt aber auch Erdnussbutter nehmen, wenn ihr wollt, dass die so nach Erdnuss oder so schmecken. Ich nehme jetzt das Mandelmus. Und ein bisschen Süße. Ich habe hier jetzt Tapioca-Sirup. Ihr könnt aber alles Mögliche nehmen, ob Dattelsirup oder Reissirup oder sowas. Ich habe jetzt den noch da, deswegen. Aber ich mache mir erstmal das Mandelmehl und die Schokolade raspel ich auch im Thermomix. Und dann mache ich das auch alles da rein und dann wird das alles da gemischt, zermanscht. Ihr könnt es dann auch mit der Hand machen und dann einfach Kugeln formen. Jetzt nehmt ihr euch einfach ein bisschen was von der Masse und macht daraus schöne Kugeln. Ist jetzt schön weich und warm vom Mixen. Und dann könnt ihr das Ganze entweder in Kokos raspeln, in, keine Ahnung, Chiasamen. Oh, ich glaube, ich mache ein paar noch mit Chiasamen. Oder in Kakao wälzen. Einfach hier ein bisschen.
bisschen wälzen und dann tut ihr die in einen Behälter und dann lagert ihr die im Kühlschrank. Die werden dann auch noch mal ein bisschen fester und schmecken kalt halt auch noch mal besonders lecker. Also auch super easy und einfach schnell gemacht. Könnt das in einem normalen Mixer machen. Oder auch mit der Hand alles verrühren, wäre auch kein Problem gewesen. Einfach alles klein hacken und alles vermischen. Guten Morgen, ich komme gerade vom Sport, bin fix und fertig, aber ich mache mir jetzt mein Frühstück und zwar mache ich mir heute Protein-Pancakes. Ja, ich glaube, ich mache die so. Ich mache die manchmal ohne Proteinpulver, sondern nur mit Banane, Ei und Haferflocken, aber heute mache ich noch Proteinpulver mit rein. Ja, mit ein paar Erdbeeren aus unserem Garten, ein paar Heidelbeeren habe ich auch noch, ich überlege, ob ich dazu noch Joghurt und so mache. Mal gucken. Ich zeige die euch, wie ich die mir mache. Geht super schnell, ist super easy. Für die Protein-Pancakes habe ich jetzt hier eine schöne, reife Banane. Dazu gebe ich jetzt Haferflocken. Was ist das so? Halbes Cup. Ich mache das immer auf Augenmaß. Ich mache da mal mehr, mal weniger. Das wird jetzt ein bisschen größere Portion, weil irgendeiner will bestimmt mitnaschen. Dann Haferkleie ist optional, müsst ihr nicht reinmachen. Ich mache sie gerne mit rein. Dann natürlich ins Protein-Pancakes gebe ich noch so einen Cup hier Proteinpulver. Könnt ihr aber auch weglassen, aber das ist nochmal Vanillegeschmack. Da schmecken die halt auch nochmal schön lecker. Ich gebe ein bisschen Mandelmilch mit rein, damit es nicht so trocken ist. Und zwei Eier. Und wenn ihr mögt, ich mag es sehr gerne, noch ein bisschen Zimt mit reingeben. Jetzt einfach nur durchmixen. In der normalen Pfanne geht es dann hier einfacher. Hier kriegt man die zwar so schön rund hin, aber finde ich mal so unpraktisch zum Wenden. Im normalen Messer einfach. Oh, ist schon brown hier. Thank you.
das hier war eigentlich ein Tipp von einer von euch. Das habe ich unter den Kommentaren gelesen. Danke dafür. Und da hat eben eine von euch geschrieben, warum ich denn mir nicht den Knoblauch auf Vorrat mache. Ich meine, wir benutzen sehr viel Knoblauch in jedem Essen. Und das ist wirklich praktisch. Und dann habe ich das letztens auch noch mal woanders in einem Video gesehen und dachte, hä, das muss ich ja endlich mal machen. Ich habe zwar woanders gesehen, dass manche das mit Öl machen, andere wiederum ohne. Ich hoffe, das ist trotzdem so haltbar, auch ohne Öl. Mal gucken. Ich habe jetzt extra so ein kleineres Gefäß genommen, um das so ein bisschen zu quetschen, damit da nicht so viel Luft dazwischen ist. Das sollte eigentlich knappen. Knappen? Knappen. Ich habe einen Sprachfehler wieder heute. Knappen. Oh, ist praktisch, ne? Sollt ihr nicht jedes Mal den Knoblauch schälen und klein hacken. Hast du hier schon ready. Oh, wisst ihr, was ich als Kind immer gegessen habe? Einfach so eine Scheibe Toastbrot mit dick Butter und dann so frischen Knoblauch in Scheiben geschnitten und es darauf gemacht. Und da Mundgeruch für. Oh ja, ja, als Kind juckt es ja einen nicht. Ich weiß nicht, von wo ich das hatte. Ich hatte das voll oft als Kind gegessen. Richtig lecker. Einfach Knoblauchbutter, ne? Brot. Knoblauchbutterbrot. Aber ja. Rohe Knoblauch? Ja, voll lecker. Ist gesund. Ein bisschen drücken und quetschen. Raus. Und ab in den Kühlschrank. Knoblauch ready. Die sind mir diesmal richtig gut gelungen. Diesen Drink wollte ich euch noch schnell zeigen, weil ich das jetzt mir letztens gemacht habe und das so super lecker war. Und vor allem, ich weiß nicht, ich habe jetzt öfters mal Kefir getrunken. Ist ja super gesund. Und nachdem ich das getrunken habe, habe ich gemerkt, wie lange mich das satt gemacht hat. Ich weiß nicht warum. Und da ich das aber so pur eigentlich nicht so gerne mag vom Geschmack her, habe ich vor ein paar Tagen einfach mal Heidelbeeren dazu gegeben und zwei Datteln. Ich habe die jetzt schon entsteint und das Ganze gemixt. Und das ist so lecker. Schmeckt so frisch und ach, mit der Süße von den Datteln. Oh, so köstlich. Also vielleicht mögt ihr das ja nachmachen. Alles einfach in den Mixer geben mit dem Kefir zusammen. Ist auch eine gute Portion. Und das war's schon. Schmeckt so lecker. Ihr könnt natürlich auch gefrorene Heidelbeeren nehmen. Falls ihr keine frischen habt, ist gar kein Problem. Dann ist er sogar noch schön kälter. Und wie gesagt, bei dem Wetter so ideales, erfrischendes Getränk.